Ja, den halb wiesten Roboter, also witzig, geht schon bald nicht sie treffen. Wir als Kandidaten an der Show hatten aber auch ganz kreativ Lösungen gefunden. Am Challenge, den wir euch heute präsentieren, geht es aber nicht darum, möglichst kreative Roboter zu bauen, sondern einen, der möglichst sehr führt. Es geht um Fortbewegung an Elektronik, um Kompetition an dem Spaß. 3, 2, 1, Take-off! Wenn ihr dem Tim und dem Matthias ihre Biesten-Challenge wollt nur gucken, dann ist hier der Link bei der Episode. So ein Biesten-Roboter kann ihn relativ an all Geräts bauen, von der Zahnbiest bis zu einer großen Kehrbiest. Bei mir ist also hier für so ein Mittelmaß entschieden. Aber von der Dynamik ist so ein Roboter relativ einzigartig. Außer vielleicht dem Lucy seine Waschmaschine daheim, die ähnlich funktioniert. Das Prinzip von diesem Biest-Roboter ist, dass man oben drauf ein Motto haben mit einer Unwucht, das heißt, den unregelmäßig dreht. Das darf den Biest-Roboter hopsen und dadurch bewegt er sich vier. Für diesen Challenge macht er am besten Teams von bis zu 4 Leuten und der gibt ihnen alle gut dasselbe Material. So ein Set mit einem Motto kriegt ihr am Onlinehandel ganz billig zu kaufen und dann haben wir noch ein paar Sachen, die ihr als Unwucht holen kann, ein paar Gewichter, Batterien und Sachen für zu fixieren. Und für den nur einen Rennstreck zu bauen, könnt ihr euch Bücher holen, die da dann relativ nur bei der Mauer liegt. Und da kommen wir los schon zum Challenge. Wie baut ihr einen Biest-Roboter, der möglichst sehr fährt? Und diesen Challenge, ohne irgendeine Vierwisse rumzukommen, ist relativ kompliziert. Das haben wir schon an unseren Formationen gemerkt. Dafür rufen wir euch, eure Schüler entweder 5 Minuten Zeit zu geben, für ein paar Recherchen am Internet zu machen, wie so ein Biest-Roboter funktioniert, oder die gibt ihnen das 2 Tipps. Erstens, der Motor, der muss ob der Biest fixiert sein. Und zweitens, braucht der Motor ein Unwucht, das heißt irgendetwas, das ihn unregelmäßig dreht und das ganz hopst. Mit diesen 2 Tipps müsst ein Schüler es fertig kriegen. Los, Schüler, verteidigt ein paar Minuten diskutieren, ehe sie richtig aufhängen mit bauen. Schipfri soll seine Idee können rabringen, wie das Dono der bestmögliche Roboter entsteht. Kommt mal zur Bauphase. Verdächt muss ein Schüler mal hinkriegen, für einen einfachen Stromkreis zu bauen. Am einfachsten geht es, wenn ihr zum Beispiel von der Stromquelle bis bei der Knäpsche geht, dann vom Knäpschen bis bei dem Motor und dann vom Motor rum bis bei der Stromquelle zurück. Schon haben wir einen Motor, den dreht. Dann geht dieser Motor auf der Biest befestigt, zum Beispiel mit Double Fass. Und mit einem Kabelbinder. Und dem Motor machen wir ein Unwucht drin. Da können wir zum Beispiel so einen Stopp holen und das dran drücken. Oder wir machen einen Lüsterklemm drin, die kann ich nämlich relativ gut fixieren. Schon haben wir einen Roboter, der fährt. Und hier geht es um das Experimentieren. Das heißt, wie machen wir das, damit unser Roboter möglichst sehr richtig ausfährt? Er kann ihn zum Beispiel Biesten ein bisschen trimmen mit einer Schere und kann ihn für Gewichte drauf fixieren, für das Gleichgewicht ein bisschen zu ändern. Oder kann ihn hier etwas bei der Unwucht ändern. Da aus der Kreativität keine Grenze gesagt. Lust Kandidaten ungefähr eine halbe Stunde experimentieren und testen, ehe dann der große Showdown kommt. Ob einer Teststrecke, die für Schipfrein selbst das, gehen laut Roboter da rein und starten los. Hier können zum Beispiel Bücher holen, die da lang seine Mauer lädt, oder ein Frank Stein. Und da geht es los. 3, 2, 1, take off. Sekunden. Hallo Nummer 2. So,
spezialisiert. Mengen, der Roboter den hat klar verloren. Ja, okay. Mir ich gebe aber den Schönheitspreis gewonnen. Ja, definitiv. Ja, wen Roboter hat bei ihr gewonnen? An woran erlungen das? Diskutiert das in euren Teams? Und vielleicht, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt für ein Zweitron, dann optimisiert ihr Roboter noch ein bisschen. Oder die könnt noch dekorieren. Schickt uns gerne ein Foto und info@takeoffshow.lu, weil es gibt nämlich ein Poster mit den originalen Signaturen von den aktuellen Kandidaten zu gewinnen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like und abonniert diesen Kanal.